bin der Günther. Die Rita steht hinter der Kamera. Wir sind hier in Flasheim auf dem Wanderparkplatz zum Dachsberg. Wir möchten heute rauf zum Rennberg auf den Feuerwachturm. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. War wirklich sehr einfach. Diese Hochsitze wurden auf diesem Feld hier für eine Treibjacht vor 3 Tagen aufgestellt. Vom Licht her ist das auch einmalig. Stimmt. Das ist einfach nur richtig schön. So eine Pause tut mal gut, oder? Hörst du die Motorsäge? Hallo, junger Mann. Erzähl mal was. Wie gefällt dir das denn hier? Schön. Wenn man bedenkt, dass wir Ende November haben, haben bald 15 Grad. Im Silbersee wolltest du schwimmen gehen? Heiligabend. Heiligabend? Mhm. Aha. Wie die Wurzeln aussehen. Das ist jetzt hier ein umgestürzter Baum. Den wird wohl hier ein Sturm umgeschmissen haben. Hoppla. Ja. Sieht also Wahnsinn. Das ist hier von Brombeerstrauch oder auf jeden Fall sieht das sehr skurril aus. Jetzt erzähl mal. Da oben hat es manchmal mit. Und die Rolle weg. Oh, ich zieh mich mal eben hoch. Du denkst ja an deine Augen, ne? Ja, ich denke an meine Augen. Sieht auch schon aus wie ein Stück Rinde. Ich muss hier weg, da kommt nämlich alles wieder runter. Das sieht schon aus wie... Moin Olli, ich möchte dir mal hier am Feuerwachturm auf dem Rennberg ein Dankeschön sagen. Ein Dankeschön für die vielen Tipps, die ich mir bei dir holen konnte, weil du ja, genau wie wir, auch mit einer Spiegelreflexkamera filmst. Ich bin immer noch in der Eingewöhnungsphase, weil die meisten Einstellungen machen wir manuell. Aber irgendwie werden wir das schon in die Reihe kriegen. Also ein ganz großes Dankeschön nochmal an dich. Deine Filme sehe ich immer sehr, sehr gerne, weil jetzt fängt es an windig zu werden, hoffentlich regnet es nicht,
weil du sehr viele Themen anschneidest. Sehr gut hat mir übrigens gefallen die Serie vom Elbsandsteingebirge, weil wir dort selbst auch schon einmal waren. Aus Dömen herzliche Grüße von Rita und von mir. Zum Auto und dann kommst du noch mal raus. Ja.